So, ich bin online und sage Grüß Gott auf der anderen Seite vom Bildschirm. Diesmal mit einer Endpräsentation oder besser gesagt mit einer Dauertestpräsentation von meinem Conway Enduro vom 827er WME. WME steht ja bei Conway für We Make Enduro. Ist ein 2018er Bike. Ich fahre sie jetzt ungefähr oder gut 2 Jahre jetzt. Also im Juli 2018 ist es gekommen. In diese 2 Jahre ist es sehr viel bewegt worden. Also von Frankreich über Slowenien, Kroatien, Italien, Österreich, Deutschland hat es alles gesehen. Aber nicht immer fein behandelt. Es ist grobe Drehs sind draufgekommen. Aber natürlich auch lange Auffahrten. Zum Bike selber, jetzt könnt ihr es nachgoogeln, von den Komponenten zum Kaufen gibt es es nicht mehr. Es hat nicht einmal Boost, was mich aber nicht stört. Es ist super steif durch den Carbonrahmen. Und es ist schon eine Sache, was ich krass finde, also in die 2 Jahre mit den Carbonrahmen null Probleme. Es hat zwar irrsinnig viele Macken und sowas Sachen abgekriegt, aber ich habe keine Knacksen im Carbonrahmen und absolut null. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Null Spiel von den Lager, es ist alles noch original. Bis auf Reifen natürlich und Bremsbeläge, die sind en masse getauscht worden. Aber sonst ist wirklich alles so, wie man es da sieht, ab Werk. Es hat 160 mm an der Front mit der RockShox Pike und hat hinten 160 oder 170, das kann man da mit einer Schraube, die was exzentrisch bohrt ist, verstellen. Dann verändert sich es auf 170. Ich habe es auf 160 derzeit, glaube ich, oder? Ja, genau. Antrieb ist ein 11-faches RAM oben, immer noch der originale. Der hat hinten 42-10 und vorne 28, war bergauf, hat irgendwas zum Knödel essen und so. Aber in Summe hat es da ganz gut gepasst. Ja, wie gesagt, es war im Bikepark, es war beim Bike-Bergsteigen, das ganze Bike. Ich habe viel durchgemacht und was ich krass gefunden habe, einem Uphill. Extrem cool zum Treten durch die leichten Laufradl. Die Weiterentwicklung stellen wir euch dann auch noch vor, das ist jetzt von der Wiki oder unserer Nein, was jetzt dann kommen. Schauen jedenfalls cool aus. Ich finde es einfach krass, diesen Dauertest, dass es einfach durchgehalten hat. Also 2 Jahre nur einmal mit den ganzen Belastungsgeschichten und da nie was gegeben hat. Zum Bike selber würde ich es mal kaufen, ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich überlegt, 2 Jahre Hardcore durchfahren und keine Probleme haben, ist ein Kaufargument für mich. Uneingenommen, dass wir jetzt keinen Sponsor haben, ich würde es wirklich nehmen. Fahrverhalten hat mir voll gut gefallen. Gerade hinten mit dem Dämpfer, mit dem RockShox, super fein angesprungen, mit diesem schwimmenden Hinterbau, tadellos. Ebenso vorne mit der Gabel, super einfache Gabel, super gut funktioniert. Und ich fahre es in L, bei einer Körpergröße von 1,85, ist ungefähr 48er Rahmengröße. Hat sich daher super bewährt und hoffe, dass ich noch ein paar Stunden oder ein paar Tage fahren kann, bevor die hineinkommen. Irgendwie tut es mir schon im Herz, werde ich es weggeben. Aber klar, es müsste jetzt schon mal zum Gabelservice und ein paar Lager zum Tauschen von den Laufrädern, das wird langsam kommen. Von der Laufleistung wird es ungefähr oben haben, schätze an die 400.000 Tiefenmeter, 450.000 Tiefenmeter und ungefähr, schätze 5.000, 6.000 Kilometer, das ist jetzt oben. Also doch eine beachtliche Summe für dieses Gebiet, was im Einsatz war, ist kein Straßenradl. Ja, von eurer Seite, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es noch in die Kommentare. Wir stellen euch jetzt das neue Bike von der Wiki auch noch vor und oder gibt es Meinungen zum alten noch und hoffen, dass wir mit den neuen auch so viel Erfolg haben wie mit denen.